Der Steuerknüppel des Baggers fest in Mädchenhand oder der Blick durch das Objektiv einer Kamera. Bilder, die es in Zukunft öfter geben soll. Damit Mädchen den Weg zu den technischen Berufen ermöglicht wird, setzt sich seit Jahren der sogenannte Girls Day ein. Am 24. April war es wieder soweit. Insgesamt nahmen rund 2000 Schülerinnen an den unterschiedlichsten Girls Day-Aktionen in Oberösterreich teil und 266 Unternehmen waren dabei. Alle mit einem klaren Ziel. Dass wir die Berufswelt der Mädchen größer machen. Die Mädchen entscheiden sich immer noch für eine Handvoll von Berufen. Sie entscheiden sich immer noch überwiegend für diese typischen Frauenberufe. Und uns geht es beim Girls Day darum, dass wir diese Berufswelt in ihrer ganzen Breite, nämlich vor allem auch in den technischen Bereichen, in den Produktionen für Mädchen aufzeigen und sie live vor Ort in den Betrieben schnuppern lassen. Bei der Firma Wacker Neuson in Hörsching macht man schon seit 2002 jedes Jahr beim Girls Day mit und kann auch schon auf Erfahrungswerte zurückblicken. Wir haben auch schon weibliche Lehrlinge, wenn gleich auch die Vielzahl oder die größte Anzahl der Lehrlinge noch männlich ist. Also wir haben momentan 42 Lehrlinge bei uns im Unternehmen, hauptsächlich in den Berufsbildern Baumaschinentechniker, Oberflächentechniker, Konstrukteur und Industrie, Kaufmann. Oder Kauffrau am Ende des Tages. Und von diesen 42 sind drei Lehrlinge Damen zum jetzigen Zeitpunkt. Wir hoffen natürlich, dass es noch mehr wird. Ortswechsel. Simone, Nathalie, Jette, Theresa und Paulina auf dem Weg zur Education Group in Linz. Die Mädels haben am Girls Day in die Welt des Fernsehens blicken dürfen. Einmal selber vor der Kamera stehen, Interviews machen und mit Tricks in der Greenbox arbeiten. Bildungs-TV also hinter den Kulissen erleben. Für die Mädchen ein spannendes Abenteuer. Also mir hat die Interviews machen, hat mir sehr gut gefallen. Das war recht lustig. Wie wir Interviews gemacht haben und dass wir dann die Kamera selber ausprobieren dürfen haben. Und wie könnte es anders sein? Der Berufswunsch der Mädels stand zur Freude unserer Kamerafrau Caroline schnell fest. Ja, so Kamerafrau und sowas, das gefällt mir schon voll. Vielleicht Kamerafrau. Ich möchte entweder Kinderkrankenschwester, Stewardess oder Kamerafrau werden. In diesem Sinne, Klappe zu und bis zum nächsten Jahr.